Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Darky, der Michael, der Werner, der Lenny, der Pop und der Lukas. Grüße. Hallo. Hallo. Uwe? Ja. Wir haben hier noch ein Feld, was wir gleich ernten müssen. Hui. Wie? Wo? Was? Da, wo ich drin stehe. Wo steht's? Das da ist großen, Mais drauf, oder? Die großen grünen Stangen, die sich Mais taufen. Hör mal! Die pinken Boys, die haben auch Mais. Geil, vielleicht ja, können wir nichts mit denen zusammentun. Das hatte ich doch ganz am Anfang der Saison mal angesät. Ja, und für wen haben wir es angesät? Genau, für unsere Schweinebauern. Genau, bitte. Die was? Haben das eigentlich gemacht. Ja, natürlich, wir haben damals so angesät, für dass 10.000 Euro kann ich mich an das Gespräch erinnern. Alter, das ist ziemlich viel unseres Kontostandes, das geht leider nicht. Also mit 500 könnte ich leben, aber 10.000 ist viel. Wir haben damals so angesehen, dass wir euch mit unterstützen können beim Schweinefutter produzieren, aber da wusste genau. Ja niemand, dass ihr Profi-Imker werdet. Das wussten wir auch noch nicht. Oh Gott, Werner, was ganzen Gläser. Könnt ihr mal die Gläser weg? Da, ja, kannst du, das ist doch nicht. Du, wenn du möchtest, kannst du die auch runterholen. Mann, ey. Kann doch nicht sein. Wer macht hier denn sein Problem? Das ist neu. Was ist das denn hier? Hallo, schaff mal den Traktor weg. Ich hab das schon gemacht, dass du an die Gabel da hinten kommst, an die Hydraulik. Kommt der nächste Spinner? Hey, komm du hier, Schaufel, Schaufel. Hallo, holt euch doch einen anderen Händler. Mann. Die ist gute Nacht bei euch. Sag mal, also. Aufgeheizte Stimmung. aber richtig krass. Hallo, um die gehört Honiggläser. Ist lass meine Gläser jetzt liegen. Das sind meine. Achso. Die sind pink. Gemietet. Mann, ey. Jetzt ist das Ding wieder. Hallo. Oh, Micha wird langsam. Werner, was machst du eigentlich? Ich werde die ganze Zeit weggeschubst. Ist so ein kleines Mobbing-Opfer, weißt du? Ja. Soll ich euch mal erzählen, wie man noch mehr Geld mit Honig verdient? Man lässt die Gläser vom Lukas mieten. Was? So, jetzt könnt ihr unten machen, aber da wollte ich. Halte ich für ein Gerücht. Ja, oh, tschüss. Mann. War nur so eine Idee. Oh, irgendwie. Wo habt ihr jetzt meine Gläser hingepackt? Nicht so stark. Wir deine Gläser sind nirgends. Keine. Warte. Da kommt deine Gläser. Nein, jetzt kaufe ich auch noch Gläser, da kommt doch keiner mit. Oh. Was ist denn jetzt hier los? Aber Lukas, hast du da eine Weile? Kannst du aufladen, Lenny? Ja, tatsächlich gar kein Problem. Noch nicht. Was machst du denn? Komm mal, ich hol den anderen, eure beiden Anhänger. Achso, Lenny! Ich kann aufladen. Ich glaube, die brauchen wir nein. Gar nicht. Du hast gesagt, ich kann aufladen. Nein, das sind meine. Über 20.000 drauf. Ach, schwierig. Nee, mach Spanngurte drum. Nein! Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube glaub nicht. Ich hab dir sicher. Er hat doch gesagt, ich kann aufladen. Ich bringe auch nur einen mit. Was also, habe ich damit jetzt gerechnet? Brauch eine Strohflinte am Händler hier. Ach, runterlassen. komm mal rüber mit dem Gato. Micha, wollen wir sonst tauschen? Soll ich ein bisschen schippen? Alles gut. Kommen wir jetzt bei dir mal direkt vorbei. Hau bloß ab mit deinem Gato. Mensch, ich versuche alles, um hier nicht mehr zu rohen, ne? Aber niemand will. Ja, kannst du. Ich könnte auch gern tauschen. Zu holen ich machen, oh, ich kann leider nicht mehr Gläser aufladen. Bitte es schön. Ist nicht mehr, nee, es ist nicht mehr nass. Ja, schnell. Ja, Michael, ehrlich. Alles gut. Achso, du hast noch die. Ist denn der Dresch jetzt endlich mal frei? Ich hab die Schaufel nicht gewischt, nee. Wird bald frei. Ja, warte, ich wollte. Ah, hast du schon die Pferde. Die Quatsch, die Pferde. Ja, Pferde, die Glückwunsch. Aus. Nee, ja, schon die Weidemann durch. Ja, geil. Schon Weidemann durch. So, ich hatte mir überlegt, wir holen für den Drescher noch das Maisgebiss, dann machen wir Körnermais, damit wir den Drescher länger haben können. Ja, ich meine, mir egal. Bist du des Wahnsinns? Was meinst du, wie lange müssen wir den Drescher behalten, dass die ihre Ernte nicht mehr vom Feld kriegen? Werner? Werner, wie war das mit dem Drescher? Drescher? Wann bekommen wir den Drescher? Was hast du nach denn für uns, Druckmittel? Wir müssen auch noch ernten. Wer da? Paul? Hast du Paul als Druckmittel oder Gläser? Ich habe euren Gator. Ja, das ist nicht so schlimm. Achso. Muss ich nächstes Mal Paul nehmen, meinst du? Nee. Da hilft dir der starke Helfer auch nicht. Was habt ihr denn mit diesem armen Krautschläger gemacht? Der liegt hier verkehrt über Kopf am Händler. Wo liegt da einer? Ja, hier den muss man so lagern, weil. Ist wartungsfreudig. Ja, damit sich die Schlägel nicht fest.
stehen. Damit der Dreck nach innen fällt, meinst du? Ja, genau. Wessen Schlegel ist denn das überhaupt? Scheiße. Unser. Euer. Ah ja, Paul, siehst du? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut zu wissen. Dekadenz pur, ey. Ich sag's. Ich hab so viele Geräte, wem schildert das denn hier überhaupt? Haben wir hier noch einen Big Bag, den wir mitnehmen? Komm, den nehmen wir auch noch mit. Soll ich euch den Drescher irgendwo mit hinbringen, oder? Seid ihr fertig? Ganz nach oben, bitte. Da sind jetzt noch hier 4 Bahnen oder so. Ja, ganz nach oben. Ja, nee, nichts gibt, die sollen sagen, selber holen. Wir haben ihn auch geholt. Ganz oben, finde ich gut von dir. Ich würde sagen, wir treffen uns am Ende. Guter Typ. Ich habe gehört, wir können auch ganz schnell unser Feld da unten machen. Brauchen wir Maisgebiss für. Du alles kein hörst. Problem. Also wenn ihr Maisgebiss habt, ne? Steig aus, wenn du fertig bist. Siehst du, ich muss ihn gar nicht hochbringen. Hier steht schon einer direkt parat. Weil er also Uwe, jetzt wäre ich theoretisch frei. Ja. Pass auf, wir machen das so wie die Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik rausgeht, wer zuerst im Drescher ist, hat ihn. Warte. Ich muss mal zum Händler gucken. Hier, da kann man einsteigen, habe ich gehört. Ist das euer pinkes Ding da? Mann, pinkes. Uwe! Was macht denn ihr hier eigentlich? Was fliegt da alles rum? Ist das wirklich euer pinkes Ding? Was denn für ein pinkes Ding? Micha, wo ist denn unsere Transportbox? Die müsste oben sein, theoretisch. Lenny, ich kann schwer Gläser kaufen. Hier ist alles zugestellt. Kauf ich's ja. Der Uwe hat alles kaputt gemacht. Ich hab nichts kaputt gemacht. Du bist eingestiegen? Ja, genau. Dann gab's eine Bodenwelle und dann, ja. Dann gab's eine Bodenwelle. Was? Bad Vibrations waren das. Oh ja. Micha, weißt du, wo oben? Oh Mann, wir haben immer noch Silogras. Wie lange dauert das? 3 Tage, sagtest du, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil ich find's hier oben nirgendwo. Wo ist er? Mir nochmal wer anrufen, ne? Bekomme ich einen cholerischen Anfall. Gras wächst jetzt nicht mehr, ne? Das sieht sehr gekonnt aus. Ja, doch, bloß nicht einsteigen. Schon bis Ende Herbst, dachte ich. Weil unser Gras ist nicht mehr nachgewachsen. Echt nicht? Es ist nur noch abgeerntet. Stimmt, wir haben auch keine Stufe mehr bekommen. Okay. Uwe macht alles kaputt, das stimmt. Hier steht so ein komischer Gator rum. Nix da. Schnauze. Wollen wir den durch die Gegend werfen? Sag mal, weiß einer, wo so eine Transportbox ist, wie Werner sie gerade hatte? Ich vermisse meine. In welcher Farbe? Stand nur die pinke rum, das ist unsere. Guck mal in den Shop. Kannst du nicht einfach in deinem Garage gucken und zurücksetzen? Über die Garage kann ich nicht zurücksetzen. Hä? Ich meine, er soll in den Shop gucken, ob sie noch da ist. Ja, besitzen tun wir sie noch. Wie kann ich denn über die Garage zurücksetzen? Nee, aber kannst du nicht irgendwie anklicken, dass du sie auf der Karte dann siehst oder so? Nee. Du kannst es sogar verkaufen, wenn du die Garage neu kaufen. Den Uwe geht es auch nicht so gut finanziell. Verkauf die doch einfach. Alter, wie wo muss die doch da sein? Da steht doch eine, da steht doch eine. Oh. Also laut Plan. Wir hatten hier seit. Sag mal, Werner. Was ist denn jetzt schon wieder? Seit wann ist hier der Händler? Hier, guck mal bitte. Uwe, guck mal bitte, Raya. Was? Nicht, Werner, dass holt doch da gerade alles weg. Werner, wo, da. Hier. Nicht, dass es heißt, ich bin's gewesen. Hier, guck mal hier in den Strauch. Wer war's? Ah ja. Wer hat das denn jetzt gefunden? Ja. Ich hab nur über die Karte geklickt. Das war's. Ich komme ein bisschen dieses eine Team da ein bisschen beschneiden hier. Ich schmeiße alles weg. Drescher ist frei. Mann. Gucken wir jetzt, wer erst drin sitzt. Wir haben keinen Tappen und ich weiß nicht, wo er steht. Oh, das war der Darky. Na dann. Servus. Spaß damit. Danke. Wem gehören denn jetzt diese verkehrt ganzen rum Dinger vor hier? Diesem Schneidwerkswagen? Ja, mir. Ich dachte mir, ich bin nett und mache das. Dann habe ich gesagt, war verkehrt rum. Ich muss alles aufladen. Also beim Händler musst du dir echt einen Termin holen, ne? Sonst wird das nichts. Hey, ihr habt euch schon dazwischen gedrängelt. Das ist mal die Corona-Maßnahme, da kann man nur einen Termin abholen. Ja, genau. Wenn ich jetzt welche kaufe, wo sind die Nein. dann? Nein. Also wenn du 2 oder 3 kaufst, sind sie hier drin. Ja, bist du da fertig? Ja. Ja, dann, Lukas, kannst du gleich hierher kommen?
Ja, darum bin ich hier. Pretty nice. Was? Herr Paul? Nein. Raps? Haben wir ins Lager oder Raps verkaufen? Warte, lass mich mal kurz auf die Preistabelle schauen. Kauf die nach und nach, Lukas. Im Prinzip können wir es mal im Anhänger lassen. Ja, den Anhänger bräuchte ich jetzt für die Moorrüben da. Ach so. Die Karotten. Dann oder guck mal, ob du den am Schweinestall ins Lager reinwerfen kannst. Das ist doch kein Lager. Ich glaube, hinten dran, da wo wir unser Honiggeraffel stehen haben, da müsste ein Lager sein. Ich komme auch gleich mal da drauf. Soll ich den Grubber hier auf dem Feld stehen lassen? Das muss ja auch noch besät werden. Häng ihn vorne an und bring ihn mit, bitte, sonst vergessen wir das. Lukas, kannst du gucken, ob wann die da nicht mehr spawnen? Passend da, trifft da hinten. Da fliegt noch eine Honigwabe rum. Kannst du den letzten Karton einmal vielleicht bitte holen? Guck mal gerade, wo er ist oder welcher das ist. Ja, grüne Farbe hat er. Pink. Müsste der hinterste irgendwie. Ach nee, der ganz hinten am Zauberstein. Wir hatten einen pinken Hof. Nee, ist alles pink. Lass mir meine Honigwaben. Nein, ich habe gerade 5 Stück gemietet und 4 passen hier nur in die DR. Ja. Gekauft. Mensch, ihr macht mich schon ganz kirre mit dem Mieten. Nee, waren also keine. Also das hier ist alles unseres. Glaube ich nicht. Ich habe extra den. Guck nach. Jetzt alles pink. Nee, das sind alles deren. Hör mal, wer hier? Ich bin hier auf der Hauptstraße. Oh, hallo? Ja, dann. Das größte Gerät? Das, mach mal die Hose auf. Was? Hat er nicht gesagt, oder? Ich hoffe es nicht. Das Michelin-Männchen spiegelt sich in der Rundumleuchte. Geil! Nee, das ist mir auch egal. Weiß als Schriftfarbe. Ach, guck mal. Was? Man kann, wenn du dir diese Objektinfo anguckst, kannst du mit V die Schrift in weiß ändern. Da ist das nicht mehr grün oder pink oder sonst was, sondern alles nur noch weiß. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Hey, was los? Magst du die nach oben bringen, Lukas? Ja. Das wäre super cool. Ich muss aber mal einmal kurz was erlegen. Hier im Händler fehlt was. Im Händler fehlt was? Gott, was? Ja, so ein Hochdruckreiniger. Ja. Der Maschinenring spendiert schon Hochdruckreiniger. Ich hab eine Seemaschine gefunden. Was für eine Seemaschine? Schieb sie in den nächsten Bach. Geht doch bei 43 rum. Bei 43? Ja, das ist unsere. Die 6 Meter? Auf dem Maschinenring fällt, schämt ihr euch nicht? Ja. Warum? Der Maschinenring ist nicht euer Lagerplatz. Euer Hof ist zu klein, oder? Der Maschinenring ist genauso Lagerfläche wie irgendwelche Straßen- oder Nachbarfelder, wo man Kartoffel-Equipment, Karotten-Equipment abstellt. Worauf willst du jetzt anspielen? Ja, also ich weiß auch nicht, ob er so raus will. Ja, ich merke schon. Herrlich, mit so einem sauberen Trecker durch die Gegend zu fahren. Boah. Beim Händler steht jetzt ein Kercher. Ja, sehr gut. Und toll, sagt der Multimillionär hier auf der Karte, ne? Er hat's ja. Hätte der wirklich einen Kercher gesponsert? Ich hab den edlen Pöbel mal einen Drescher, einen Kercher spendiert, ja. Wer hat denn hier gerade getankt? Was ist denn hier los? Lenny hat den Drescher nicht voll getankt nach Benutzung. 275 Euro bitte. Ich hab den auch leer übernommen. Kommst du jetzt noch voran oder? Uwe, ich stell's mir in Rechnung. Habt ihr den starken Helfer aus? Was stellst du mir in Rechnung? Keine Ahnung. Kann sein. Ich brauch den jetzt nochmal, bitte. Warum brauchst du den starken Helfer? Ich hab nicht gut gefrühstückt heute. Ah ja. Aber die, also Honiggläser kannst du auch ohne tragen, ne? Ich bin, nee. Unterzuckert. Mhm. Ganz schwach auf den Beinen. Oh, genau. Ey. Paul, wie kannst du das machen? Ne? Ich laufe hier 50 Meter mit dem Ding und das fällt mir 100 Mal aus der Hand. Kann doch nicht sein, gleich schmeiß ich die. Lenny, da hoch geht's glaube ich nicht. Doch, mit genug Schwung geht das normalerweise. Lenny. Aber ich habe einen Grubber jetzt vorne dran. Vorne dran? Vorne dran. Wie man das dann auch festpacken, ne? Festfahren kann, natürlich, macht doch Sinn. So, vorne auflockern, hinten wieder festfahren. Der mich einfach hier weiter, der Sack.
Grüße. Ich glaube, wir sind Ach, fertig. Weit recht. Es war mir schon klar, dass du da auf den Hof willst. Ja, ja, ich sag's trotzdem lieber. Wir haben wahnsinnige 15 Gläser. Alter, wie. Ich weiß nicht. Michael, ich glaube, wir brauchen mehr Bienenstöcke. Müssen wir mal beim nächsten Mal drüber sprechen. Ja. Sehr gut. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, für heute haben wir es erstmal geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.